Morgen zusammen. Viertel vor neun. Wir verlassen Herberg Casaflor in Murias Richevaldo. Richtung Rabanal. Entspannte 16, 17 Kilometer. Bis später. Herberge Casaflor in Murias de Richivaldo. Wenn man das Gesamtpaket von Übernachtung, Essen und Gastfreundlichkeit zusammennimmt, meiner Meinung nach eine der besten Herbergen auf dem kompletten Camino Frances. Und das Hospitalero-Paar Ingo und Monika sind weniger Hospitaleros, sondern mehr gute alte Freunde. Und wir haben mit den beiden noch bis um Mitternacht im Garten gesessen und fast eine komplette Flasche Aguardiente leer gemacht. Unwahrscheinlich gute Zeit. Aber wenn ihr dahin wollt, müsst ihr euch beeilen, weil die beiden machen nur noch bis Ende des nächsten Monats. Danach geht das wieder an den ursprünglichen Besitzer über, weil sie haben keinen Anschlussvertrag unterschrieben. Ja, und danach weiß man nicht, wie es wird. Also, wenn ihr gerade unterwegs seid und ihr da Stopp machen wollt, Murias de Richivaldo, Casaflor, bis Ende Juni. Und grüßt meine Ingo. Ziemlich viel los heute auf dem Camino und jeder rennt an uns vorbei, als wenn irgendjemand hinter denen her wäre. Wahrscheinlich wollen die alle so schnell wie möglich nach Fontabadon kommen, um noch ein Bett zu ergattern. Ich habe gehört, dass man Fontabadon nicht über Booking.com buchen kann, kompletten Ort nicht, weil die sagen, ja, wir kriegen die Herbergen auch so voll. Und das ist halt der Preis dafür. Jeder will nach Fontabadon, jeder will ein Bett haben, ich nicht. Ich habe da zweimal übernachtet, mir gefällt der Ort nicht, mir gefallen die Vibrations nicht. Die Leute finde ich ein bisschen komisch. Wer es mag, soll es tun, ich nicht. Morgen früh rennen sie wieder los Richtung Cruz de Ferro, machen ein Instagram-Foto. Cruz de Ferro, we made it! Dann rennen sie weiter nach Ponferrada, den nächsten Ort im Buch, auf ihrer Liste zum Abhaken. Wir nicht. Morgen gehen wir nach Molina Seca, setzen uns schön in eine Bar und gucken uns all die Pilger an, die vorbeilaufen und es bedauern, kein Bett für Molina Seca zu haben. Silvia ist heute im Turbo-Modus. Und wir sind ziemlich flott unterwegs mit 5 km pro Stunde. Das ist schon ziemlich schnell verglichen mit den letzten beiden Tagen.
Und wenn du so die anderen Leute siehst, die überholen uns alle, die rennen quasi an uns vorbei. Die haben gut und gerne 6,5 Stundenkilometer drauf. Was stimmt mit denen nicht? Wenn ihr durch einen Ort kommt, wie zum Beispiel El Ganso, und da steht jemand mit seiner Bank, bietet Camino-Andenken an, Armbänder, solche Sachen, man kennt das. Und überall hängen Fotos, überall hängen Schilder rum, wo steht, no Fotos, no Fotos, no Fotos. Das hat einen Grund. Diese Leute sind illegal da, die dürfen da nicht stehen. Sind in der Regel auch keine Spanier, sondern meistens Rumänen oder sowas. Und wenn das rauskommt, ja, dann haben die halt ziemlich schnell ziemlich viel Ärger mit der Polizei. Deswegen keine Fotos. Geht da nicht hin, kauft bei den Leuten nicht, unterstützt sie nicht. Das sind böse Menschen. Schönes Wetter zum Laufen heute. 16 Grad, bedeckt, nicht zu warm, aber schwül. Hohe Luftfeuchtigkeit, viel Geschwitze. Kann natürlich auch sein, dass der Alkohol von letzter Nacht ist. Wir kommen langsam nach Rabanal del Camino, 16 Kilometer, kurzer Walk, kurzes Video. Morgen 26 Kilometer nach Molina Seca über Cruz de Ferro, da wird es wieder ein bisschen länger. Bis dahin, bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt dran, Buen Camino.